Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supra von ps4info.de. Ja, ein neues Paket ist angetroffen, und zwar von der lieben Firma Gaminger. Und mal gespannt, was drin ist, beziehungsweise ich weiß ja, was drin ist. Also ich hoffe, ich weiß, was drin ist, aber wir werden mal gucken. Machen wir mal das schöne Paket auf. Da ist er ja, der Ventilator für die PlayStation 4 und noch einen. Aber hier. Ah ja, ein Zettel hier mit Gaminger drauf, sehr gut. Ein Riesenpaket, ein kleines Paket und das ist der Ventilator. Und den werden wir jetzt mal zusammen auspacken und gucken, wie er so aussieht. Ja, die letzten Tage waren ja ein bisschen sehr warm hier und die PS4 hat natürlich auch dementsprechend gut gearbeitet. Ne? Also quasi Ventilator hoch 5 oder halt Flugzeugträger oder wie man so schön sagt. Und ja, dieser Lüfter hier soll helfen, dass das nicht mehr so vorkommt. Also dieser Ventilator, den schließt man vorne einfach an, sobald ich es geschafft habe, hier das aufzukriegen. So, geschafft. Machen wir mal auf. Also hier ist nochmal die Verpackung. So sieht das Ding aus. Oh, okay. Mal gespannt. Gut. Oh, da ist es. Oh, da ist auch gleich das eine Kabel weggeflogen. Da ist er. Mhm. Der Ventilator. Ja, mit 1, 2, 3, 4. Zwei große, zwei kleine. Dann haben wir hier On-Off. Und das hier weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist. Wow. Von der Verarbeitung her, ja, völlig in Ordnung. Ist halt ein bisschen plastikartig und sowas, ne? Ist okay. Und dann haben wir natürlich noch das Kabel, was da hinten hingeflogen ist. Ich hole das mal. So. Dann da. Und das schließen wir hinten vorne an. Mal gucken. Doch das ist natürlich nicht das Wichtigste. Also, so sieht das schöne Ding aus. Das Ding kostet, glaube ich, irgendwas um die 16, 17 Euro. Also ist relativ preiswert, muss man sagen. Bin ich mir ganz sicher. Und wollen wir mal gucken, ob das Ding was taugt, wie laut es ist und sowas. Das seht ihr jetzt im nächsten Part. So, hier ist meine schöne PlayStation 4, die zweite außerdem schon, oder eigentlich schon die dritte, naja, passt schon. Und hier ist der Ventilator. Und gleich muss ich noch was sagen, ich hatte einen kleinen Fehler, und zwar den Ventilator schließt man natürlich nicht vorne an, den schließt man hinten an. Ja, so ein bisschen Concentration, ne? Ich habe jetzt meine PlayStation 4 vertikal hingestellt, dann ist es einfach ein bisschen einfacher, hier mit den ganzen Kabeln dann zu kommen. Ich musste das Stromkabel erstmal rausziehen, damit ich diesen schönen Adapter anstützen kann. Und das machen wir jetzt mal. So, gucken, ich glaube, der ist dann so rum, die Schrift ist so und so. So. Die Schrift so, ja. Also einfach hier in die beiden Schlitze. Und ihr habt gesehen, wie einfach das ging. Perfekt. Stromkabel wieder anschließen unten. Ja. Perfekt. Und rein theoretisch sollte das Ding auch schon laufen. Das werden wir jetzt mal antesten. So, dann starten wir mal die PlayStation. So, die PlayStation ist hochgefahren, aber wir haben natürlich eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar müssen wir auch noch dieses schöne Gerätchen hier mit Strom versorgen. Und das werden wir jetzt einfach mal mit diesem mitgelieferten Kabel machen. So, meine Freunde, dann gucken wir mal. Ah, dann kommt nämlich das hier rein. Huhuhu. Die Frage ist jetzt, wo kommt der USB-Anschluss hin? Kommt er nach vorne oder nach hinten? Kann man hinten noch was machen? Nein, hinten kann man nichts mehr machen, also muss wirklich nach vorne. Dann gucken wir mal. So, dann nehmen wir dich einfach jetzt aus. Dich rein. So. Und schubsiwups. Der Ventilator hat Strom. Und den werden wir jetzt einfach mal einschalten. Und er läuft. Sehr geil. Ich kann gleich zu Anfang sagen, einige hatten gesagt, er ist ein bisschen laut. Ich finde den jetzt nicht wirklich laut. Und ihr werdet jetzt auch mal die Kamera ein bisschen näher dran halten, dann könnt ihr euch das nicht mal anhören. Ich schalte ihn wieder aus. So, dann wollen wir mal gucken. Und ich schalte es wieder an. Gut, es ist eine gewisse Lautstärke zu hören. Ich würde aber, mich persönlich stört es nicht, weil ich habe ein größeres Wohnzimmer, auch wenn man es nicht glaubt, es ist so. Und ich höre es dann gar nicht dann, wenn es da hinten ist. Aber wenn es halt in einem kleinen Zimmer wäre und sowas, könnte das vielleicht ein bisschen störend sein, weiß ich nicht genau. Aber ich finde es noch völlig in Ordnung und ja, definitiv, hier kommt Luft. Also ich denke mal, für Leute, die ein etwas größeres Zimmer haben und sowas, ein größeres Wohnzimmer haben, ist das optimal. Hier wird schön Luft gepustet, definitiv. Sieht optisch auch völlig in Ordnung aus, finde ich sehr, sehr gut. Ihr könnt es ja nochmal in den Bildern sehen. Wir haben auch natürlich eine schriftliche Review zum Lüfter fertig. Ist alles unten verlinkt, guckt es euch mal an. Ich finde das Gerät nicht schlecht und für den Preis finde ich es ehrlich gesagt ziemlich klasse. Und eins der guten Geräte, die man halt für die PlayStation 4 kaufen kann, das sage ich nicht einfach nur so, weil ich hatte wirklich ein paar Probleme mit meiner PlayStation, was die Temperatur anging. Und hier kommt richtig schön Luft. Definitiv. Und wie gesagt, einfach, wenn es dann doch stören sollte, einfach auf off und fertig. Wie gesagt, USB-Kabel vorne anschließen.
Da nehme ich dann später meinen Hub wieder für. Und das können wir uns ja gleich nochmal angucken, wie es dann insgesamt aussieht. So, meine Freunde, meine PlayStation ist jetzt wieder richtig positioniert, ist auch alles am Hub angeschlossen und sowas. Hier auch nochmal der Hub von Gaminger, den ich gerade abmontiert habe, weil das hier gerade ein bisschen besser passt. Ja, mein Ersteindruck. Verarbeitung ist noch völlig in Ordnung. Die Lautstärke. Bei der Lautstärke muss ich sagen, habt ihr ein größeres Wohnzimmer und sowas, ist gar kein Problem. Habt ihr allerdings ein kleineres Zimmer oder sowas, dann könnte das schon vielleicht ein bisschen störend sein. Ich finde es noch völlig in Ordnung. Hier im Wohnzimmer passt es perfekt. Wenn ich direkt davor sitzen würde, quasi, ne, ich habe einen Schreibtisch und dann ist da alles, wie als würde ich mit einem Gaming-PC arbeiten, dann könnte es vielleicht ein bisschen störend sein, aber so ist es noch völlig in Ordnung. Preis-Leistung finde ich wirklich gut und für Leute, die halt auf der Suche sind nach ein bisschen Hilfe in Sachen, ja, meine PlayStation wird zu heiß und sowas und ich habe ein großes Wohnzimmer und ich brauche ein bisschen mehr Kühlung, dann kann ich sagen, okay, das ist ein cooles Teil. Von mir eine schöne Empfehlung. Auf jeden Fall werden wir auch noch eine schriftliche Review zu diesem schönen Gerät machen. Ist unten verlinkt. Tja, bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank an Gaminger, dass wir das Gerät testen durften und einen lieben Gruß an den Vanya. Und ja, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Gerät. Ich werde es auf jeden Fall dran lassen und ja, die nächsten heißen Tage kommen ja. Mein Name ist Supro, besucht ps4info.de und ihr könnt den Lüfter auch ganz einfach wieder ausschalten. Bis dann!